Hallo von mir, heute ist der 12. Mai und heute möchte ich einmal versuchen, ganz effizient, ganz genau auf jede Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, einzugehen. Die allerwichtigste Frage natürlich, die alle beschäftigt, wann ist Corona vorbei? Corona selbst. Und nun sage ich zuerst etwas, was ganz wichtig oder mir wichtig ist. Wenn ich nun Antworten weitergebe, dann ist es von mir, von der geistigen Welt weitergegeben. Das bedeutet, ich bekomme die Antwort, weil es über meinen Kanal fließt. Das bedeutet aber nicht, dass es die allumfassende Wahrheit ist. Ich für dich bitte ich nur eines, entscheide dich, dieses als richtig annehmen zu wollen oder eben nicht. Immer wieder animiere ich die Menschen, ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen. Und wenn ich sage, die geistige Welt sagt, es ist mein Kanal und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dieses über 20 Jahre, dass die Antworten sehr, sehr stimmig sind. Aber es ist nur meine eigene Wertung. Somit, die geistige Welt sagt, Corona ist vorbei. Das bedeutet nicht, dass Corona nicht aufbäumt, wieder aufbäumen kann, aber das, was alles mit Reset, mit dieser Energieumwandlung, mit diesem Großprozess zu tun hatte, dieses ist wirklich vorbei. Es geht nun in das zweite Kapitel und hier geht es um den Wiederaufbau. Hier geht es darum, dass sich sozusagen die Spreu vom Weizen getrennt hat und das bedeutet in einem emotionalen Begriff, das bedeutet wiederum, dass du nicht unbedingt mit dem Coronavirus betroffen bist, aber vielleicht geht es um deine Lebensgemeinschaft, die sich verändert. Vielleicht geht es um deine Existenz, dein Beruf. Es kann sein, dass du ganz andere Menschen kennenlernen sollst. Es kann sein, dass du einen kompletten Reset von deinem bisherigen Leben gemacht hast. Und ganz oft bedeutet es auch, dass du innen dich verändern wirst. Dieses geschieht aber nicht von einem Monat zum anderen. Für dieses haben wir die nächsten 6 Jahre. Nur ab Jänner 2020 war diese komplett neue Energie schon einzufühlen. Ab März ging es dann richtig los. Und dann wisst ihr ja, was gekommen ist. Corona. All dieses führte zu einem unglaublichen Bewusstseinswandel. Aber dieser Wandel ist etwas, was sich nicht von einem Moment wirklich zeigen kann. Unsere Körper werden feinstofflicher. Und dieses spürt jeder auf seine Art. Jeder spürt sich momentan betroffen. Sei es, dass er feinstofflicher wird und damit mit vielen Gefühlen nicht mehr umgehen kann. Kann genauso sein, dass er die Vergangenheit bisher noch gar nicht loslassen konnte. Auch wenn viele meinen, habe ich alles schon erledigt. Jetzt kommst du noch einmal hoch. Und jetzt kannst du wieder lernen, damit umzugehen. Heute auf meiner Homepage habe ich zum Beispiel geschrieben, Depression ist höhere eine Macht. Das bedeutet, du lehrst, wie sagt man so schön, das Kind mit dem Bade aus. Das bedeutet, es kommt eine sogenannte, in der geistigen Welt wird es immer als Rushhour erklärt. Dieses Jahr betrifft es alle Menschen. Alle. Nur nicht jeder geht auf dieselbe Art und Weise um. Depressive Schübe kommen, weil eben dieses Kind mit dem Bade ausgeleert wird. Es kommt zu Treibsand, sagen wir Treibsand dazu, weil du selbst dich nicht mehr auskennst. Wo vorher noch eine gewisse Stabilität war, ist jetzt Treibsand. Und auch hier geht es nur darum, sich wieder selbst zu finden. Balance, Balance, Balance. Und dann noch einmal diese ganz wichtigen Emotionalitäten wie Wut, Trauer, Einsamkeit, dieses Gefühl, komplett verlassen worden zu sein, haben jetzt ganz viele. Und dann lassen sie sich manchmal fallen und glauben zu stürzen, ins Bodenlose zu stürzen. Und höher ist das Depressionsjahr für viele, weil ganz entscheidend die Veränderung stattfinden wird. Das bedeutet, das Kind wird mit dem Bade ausgeleert. Das bedeutet komplette Erneuerung auf allen Ebenen. Und dies bedeutet in der Berufung, in der Existenz, in der Erziehung des eigenen Selbstes. Das kann sein, dass du von einem Moment zum anderen nicht mehr deine alten Schritte gehen kannst. Dann stehst du da, hältst inne, erschreckst, weil der Kopf sagt, was soll jetzt anders sein, was ich über Jahre so gemacht habe? Aber genau hier geschieht es. Und noch einmal, wir haben 5, 6 Jahre Zeit, um uns an diese neue Energie zu gewöhnen. Und oft werde ich gefragt, wie kann man mit diesem allem umgehen? Und ich sage es immer wieder,
indem du dich in deinen eigenen Kanal stellst. Ich habe heute extra eine Liste geschrieben, was ich sonst nie mache. Ich kann, ich sage immer mein Lieblingswort, unplugged sprechen. Aber ich wollte heute ganz bewusst aufschreiben, was fragen mich die Menschen immer wieder? Und es geht immer wieder um die Existenz. Was soll ich tun, wenn das Geld ausgeht? Was sagt die geistige Welt? Lerne zu akzeptieren. Lerne dich auf diesem Boden anzunehmen und höre auf, die Schuldigen da draußen zu suchen, sondern versuche, dich so weit zu optimieren, dass du den Vertrauenskontext neu erlernst. Ich bin mir sicher, mein Leben funktioniert. Ich bin mir sicher, dass ich alles bekomme, was ich in meinem Leben benötige. Ich öffne mich für die geistige Welt. Ich gebe alle meinen Helfern die Möglichkeit, mir heute und jetzt, jetzt in diesem Moment zu helfen. Sie zeigen mir meinen Weg. Sie zeigen, was ich brauche. So einfach geht es. Aber wenn ich da draußen Schuldige suche, dann wird sich nichts verändern. Auch wenn du vielleicht recht hast. Wenn du vielleicht aufzeigen möchtest. Zum Beispiel nennen wir das nächste Thema Impfpflicht. Großes, großes Thema. Ich habe mir selbst Gedanken gemacht, wenn bei mir bei der Türe geläutet würde und man würde mir erklären, Margit, jetzt wird geimpft. Die Nadel schon in der Hand, beziehungsweise die Spritze, und sie nehmen meinen Arm, ohne mich zu fragen, und spritzen mir dieses Serum in meinen Körper. Für mich Horror, und ich weiß, genauso wird es nicht passieren. Das heißt, es kann sein, und das heißt sofort von der geistigen Welt, wird nicht geschehen. Aber ich spinne diesen Gedanken weiter. Es kommt eine Information, Impfpflicht. Und wenn ich diese nicht erfülle, kann ich nicht weiterarbeiten. Was werde ich tun? Erstens glaube ich nicht daran. Und zweitens werde ich genau dann, weil ich in der Verbindung der geistigen Ebene bin, wissen, was ich zu tun habe. Und genau das meine ich. Warum nun schon in diese Konfrontation hineingehen, wenn noch nichts in diesem Jetzt dasteht? Ich bin sehr dafür, dass die Menschen mutig sind, vorne hinstehen, aber dann, wenn es wirklich da ist, wenn es wirklich um Mut geht, wenn es wirklich um dieses Miteinander geht. Aber jetzt sich peinigen, indem ich Tag und Nacht nur darüber spreche, was geschieht, wenn an der Türe geläutet wird und jemand kommt und mir diese Spritze in den Arm jagt. Das ist Müll. Tut mir leid, aber dieses finde ich einfach übertrieben. Wenn es soweit ist, werde ich die Erste sein, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Somit hoffe ich, dass ich diese Impfpflicht endlich von meiner Bühne weggeben kann. Wenn es in der Zeit ist, spreche ich gern darüber. Existenz ist bedroht. Natürlich ist sie bedroht. Es kommt eine neue Zeit. Es kommt eine neue Energie. Es ist ein neuer Umschwung. Aber hier gebe ich wieder den guten, guten Tipp. Verbinde dich mit der geistigen Ebene. Sei auf dem Boden, sei mittig, sei in der Erde, mit der Erde. Vertraue deinem Leben, vertraue, dass du es so weit geschafft hast, bis zum heutigen Tag. Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber du hast es geschafft. Du lebst, du atmest. Und dieses jede Sekunde. Was ich hier damit sagen möchte, es gibt eine ganze Liste von Fragen. Warum bin ich so aufgewühlt? Warum kann ich nicht schlafen? Die geistige Welt sagt, weil diese Energie uns Angst macht, weil sich alles verändert. Und dieses Innen, unser Kopf kann dieses noch nicht verstehen. Und somit rüttelnd die Erdmeridiane, können sie. Und dieses macht unsicher. Dieses lässt uns schwitzen, dieses lässt Bluthochdruck machen. Dieses bringt dich in Aufruhr, dieses bringt dich in Wut, dieses bringt dich mit Versagensängsten zusammen. Es gibt so unglaublich vieles, was man hier erklären könnte. Aber für was erklären, wenn es doch dabei nur um einen Grundsatz geht? Wie finde ich meine Balance? Und dieses möchte ich von ganzem Herzen erklären. Steh auf, verbinde dich jeden Tag mit der geistigen Welt und vertraue, dass dein Leben beschützt und behütet ist. Und alles, was du zu tun hast, glaube, dass du es intuitiv erspürst. Und alles, was Angst, Panik, Drama ist, lass es zur Seite. In diesem Sinne heute ein längeres Video von mir. Aber ich sage dir noch einmal, es wird turbulent. Und das Beste, was du tun kannst, freu dich darüber. In diesem Sinne, hab es fein. Danke dir fürs Zuhören.